Das ist unser Ziel Meersburg. Und der schönste Ausblick in Meersburg hat man von dieser Stelle. Da gehen wir jetzt dann rauf. So, wir sind jetzt von der Fähre herunter und wir stehen in Meersburg. Nein. Wo dann? Im schönen Meersburg. Ah, okay. Weil Meersburg ist sehr schön. Es ist wohl das touristische Städtchen am Bodensee. Es ist ziemlich klein und hat sehr viele Touristen. Im Winter ist es fast ausgestorben. Aber im Sommer ist die Hölle los und da stürzen wir uns jetzt rein und zeigen euch, was da los ist. Gell, genau. Sie? Ja. Also, auf geht's. Noch sind wir sehr entspannt. Aber gleich nicht mehr, vor allen Dingen der Helle nicht mehr. Wir wissen, was auf uns zukommt. Seht ihr den Weg da hoch? Sieht ganz harmlos aus. Aber ich kann euch sagen, lauft den einmal. Eine schöne Aussicht erfordert ihren Preis. Man muss nämlich erstmal hochkommen. So wie immer. Überall, was schön ist, muss man erstmal berghoch. Richtig. Wir gehen jetzt los. Ja. Seid froh, wenn ihr auf der Couch sitzt. So, die Hälfte haben wir schon. Da geht's noch rauf. Das ist das Mühlrad von Meersburg, das Wasserrad, und offensichtlich bringt es Glück, wenn man Geld reinschmeißt, aber die brauchen nicht viel Glück, denn sie schmeißen nur Cent rein. Das ist die Burg Meersburg, die älteste dauerhaft bewohnte Burg Deutschlands. Ja. Und wer hat da gewohnt? Annette von Droste-Hülshoff. Und ist gestorben hier. Die Burg hat nämlich ihren Schwager gehört. Und da hat sie dann die letzten Lebensjahre verbracht. Und wer ist Annette von Droste-Hülshoff? Eine Dichterin, eine Bekannte. Und welches Gedicht hat die gemacht? Das Gedicht von der Taube. Von der Möwe. Ach, von der Möwe. Immer diese Versprecher. Das hat sie hier in der Burg geschrieben. Da hatte sie ein Studierzimmer und da hat sie das geschrieben. Gut. Weil sie da einen tollen Blick auf den See hatte und da fliegen immer Möwen. Das hat sie inspiriert. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Jetzt gehen wir erstmal zum Fürstenschloss vom Fürstbischof und Bischof von Konstanz. Ja. So, hier sind wir an einem der schönsten Plätze am Bodensee, nämlich im Garten des fürstbischöflichen Schlosses von Meersburg. Wir zeigen das jetzt gleich noch mit der anderen Kamera, damit ihr die Details auch zu sehen bekommt. Dieses fürstbischöfliche Schloss liegt direkt neben der Burg Meersburg und der Fürstbischof von Konstanz hat sein Schloss hier, weil nach dem Konzil von Konstanz war die Pest in Konstanz und er wollte sich in Sicherheit bringen, ist nach Meersburg. Daraufhin wurde Konstanz reformiert. Das ist jetzt Geschichte im Schnelldurchgang. Darauf wurde Konstanz reformiert. Konstanz wurde dann später wieder rekatholisiert. Aber der Bischof hat nie mehr Vertrauen in die Konstanzer Bevölkerung gehabt und hat deswegen seinen Wohnsitz dauerhaft hier in Meersburg gehabt. Habe ich schön erzählt, Josi? Ja. Danke. Also, jetzt kommt noch der Panoramablick mit den Details. So, da haben wir mal die Ursi. Aber die gehört nur temporär zum Bodensee. Im Hintergrund hier sieht man jetzt den Sandys, den kann man leicht durchsehen. Das ist also schon ziemlich klar. Meistens sieht man nicht. Manchmal sieht man ganz klar, dann wird es wieder schlecht. Und das Ufer da auf der anderen Seite, das ist die Schweiz. Und da kommt jetzt eine kleine Bucht. Da hinten
ich sehe es schlecht, ich hoffe, dass ich das richtig aufnehme. Das ist dann die Konstanzer Bucht, denn hier sind wir genau an der Stelle, an der sich der Obersee, der links ist, abspaltet, einmal in die Konstanzer Bucht und auf der rechten Seite dann in den Überlinger See. Da üben haben wir Konstanz und da seht ihr zwei Türme. Der kleine schmale ist der Turm von Heizkraftwerk von der Universität. Der etwas dickere links ist die Jugendherberge von Konstanz. Und da hinten haben wir die Insel Mainau. Also ein wunderschönes Panorama. Und jetzt schwenken wir mal runter. Da haben wir dann Meersburg. Und da hinten haben wir die magische Säule. Zu der gehen wir jetzt dann. Die ist von Peter Lenk. Und da werden wir euch noch ein bisschen was dazu sagen. Offensichtlich ist heute Markttag. Also weniger Lebensmittel, so wie ich die. Ja, oder? Ja, sieht so aus. So, und jetzt kommen wir zur barocken Schlosskirche oder Schlosskapelle, die natürlich ehemals katholisch war und mittlerweile die evangelische Stadtkirche von Meersburg ist. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, machen wir auch eine Pause. Gut. So, Ossi, guten Appetit. Ja, danke. Kleine Steigung. Ja, so ein Bummel macht hungrig. Wenn schon was da ist, dann essen wir es auch. Das zweite dominante Gebäude von Meersburg, das ist das Staatsweingut. Staatsweingut Meersburg ist hier derjenige, der die meisten Weinberge aberntet. Und schon geht's zurück ins Tal. Circa 200 Stufen gehen wir jetzt runter. So, hier haben wir den Hafen, den Passagierehafen von Meersburg. Und wir wollten euch auch was zum Stellplatz sagen. Meersburg hat zwei Stellplätze, der eine kostet 10 und der andere 12 Euro. Die sind im oberen Teil der Stadt. Und da kann man dann zu Fuß gut überall hinlaufen. Der eine ist mit allen Versorgungseinrichtungen. Kostet 12 Euro, der andere kostet 10 Euro. Und dann gibt es noch in Stetten, das ist die Nachbarortschaft, da gibt es einen privatbetriebenen Stellplatz, der kostet 9 Euro, aber da kann man dann nicht zu Fuß nach Meersburg reinlaufen. Das heißt, kann man schon, aber ist dann schon viel. Ja, und wir sind da nicht hingegangen, weil sonst hätten wir noch weiter hochlaufen müssen. Und da ist der Helle zu faul dazu. Gell, Ossi? Nicht nur der Helle, heute ist so heiß. Also
Das sollte man uns nicht antun. Wir waren beide zu faul dazu. Nein, nicht zu faul. Es ist einfach zu heiß. Zu heiß. Es war uns zu heiß. Und deshalb gibt es jetzt auch nachher gleich noch ein Eis. So, das, was ihr da seht, das ist die Haldnau. Und die Haldnau, das ist ein Weinberg, der zur Stadt Konstanz oder zur Spitalkellerei Konstanz gehört und auf der Meersburger Seite ist. Das Ganze hat mit der Stadtgeschichte von Konstanz zu tun, mit der ich euch jetzt leider nicht belästigen darf. Hat die Ursi gesagt. Da ist die Innenstadt und wir gehen dann am Hafen entlang, deswegen zeige ich euch das. Und da kann man schon sehen, wie viele Menschen, dass sich hier aufhalten. Im Winter ist hier alles leer. So, da sind wir jetzt bei der magischen Säule von Peter Lenk. Das ist die magische Ursel. Und das ist die magische Säule. Und da sehen wir hier den Messmer. Habt ihr sicherlich schon gehört vom Magnetismus, vom Erfinder des Magnetismus? Ja, hat's gehört. Der Erfinder des Magnetismus, ein Sohn der Meersburger Stadt, der Stadt Meersburg. Und die da im Käfig sitzen, die sind wohl fasziniert davon. Also ich weiß nicht genau, wer es ist, aber ich schätze mal der Bürgermeister und vermutlich auch nur der Pfarrer von Meersburg. Denn mit sowas spielt der Peter Lenk immer sehr gerne. Dann hier unten haben wir den Wunderheiler Gessner, ja, der von Konstanz verjagt wurde und dann in Meersburg angeblich einen lahmen Kaplan wieder zum Laufen gebracht hat. Da oben haben wir den Fürst vom Meersburger Schloss, wie er auf seinem Steckenpferd reitet. Ganz oben haben wir die Annette von Droste-Hülshoff, und zwar als Möwe, weil ihr letztes Gedicht ja von der Möwe gewesen ist. So, und hier haben wir die Wendelgard von der Haldnau, die dafür verantwortlich ist, dass Konstanz einen Weinberg in Meersburg hat. Das war unser Ausflug nach Meersburg. Es war ein kurzer Ausflug. Es war eigentlich nur so ein Streifzug. Aber das ist einfach der Hitze geschuldet. Meersburg hat sehr viele schöne Gässchen, wo man eigentlich wunderschön auch laufen kann. Halt alles sehr steil. Ja, das hat euch gefallen. Aha. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann bekommt ihr auch immer Nachricht, wenn wir wieder Eis schlägt nach einem Ausflug. Ja? Mhm. Und ja, das Eis läuft schon. Da seht ihr mal, wie heiß das heute ist. Ja. Und da ist mir jetzt gerade was eingefallen. Heute ist es richtig heiß. Da schmeckt uns besonders ein leckeres Eis. Mein Gott. Ha, bin ich nicht poetisch? Unglaublich, ich lerne immer ein neues, die Ursel von einer neuen Seite kennen. Also, dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Abonniert uns. Ja. Und gebt uns einen Daumen hoch. Wir mögen das. Und wenn ihr uns loben wollt, dann lobt uns. Wenn ihr uns schimpfen wollt, dann schimpft uns. Mögen wir aber nicht so. Ja, aber vergesst, Hauptsache ihr vergesst das Abonnieren nicht. Ja. Also, tschüss. Bis dann. Tschüss. Okay.